damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von PlayerGaddon. Und ja, der Titel der Folge heute wird heißen Die CW-Rasur. Wieso die CW-Rasur, das werdet ihr gleich sehen. Aber bevor ich euch das Ergebnis zeige, werde ich euch erstmal alle Angriffe zeigen. Und dann könnt ihr auch sehen, was ich mit CW-Rasur meine. Wir haben bald wieder 45.000 Dunkles. Heißt, wir können bald die Queen upgraden und ich muss mein Mikro etwas richten. Leider ist mein Popschutz immer noch nicht da und ja, WhatsApp interessiert jetzt keinen. Im Übrigen habe ich einen HDMI-Splitter bestellt, was heißt, dass ihr eventuell... Also PS3-Aufnahmen können jetzt in Full HD gemacht werden. Also das ist gut für alle FIFA-Fans hier, dass sie PS3-Aufnahmen von der Qualität hochwertiger werden. Und eventuell kann dieser HDMI-Splitter auch den HDCP-Schutz auf meinem Handy ausschalten. Das heißt, dass wir auch besser streamen können. Sogar mit Ingame-Sound. Und eventuell kann ich dann auch Aufnahmen auf dem Handy machen. Aber mein momentanes Aufnahmeprogramm gefällt mir eigentlich relativ gut. Und ich würde auch mal sagen, ich werde euch den ersten Angriff des CWs zeigen. Hier der erste Angriff von Excessive. Ja, ich glaube, man kann schon sehen, was hier draus wird. Klare 3 Sterne. Also ich will ja nicht spoilern, aber das sieht man ja schon. Allein schon, was der hier mit den Mauern gemacht hat. Rathaus Level 5 und Mauern Level 1, die außen stehen und dann nur noch ein paar Verteidigungsgebäude. Da kann nicht viel draus werden, da kann wirklich nicht viel draus werden. Wie man noch sieht, klare 3 Sterne. Der zweite Angriff wurde gemacht von Deinemama 2025 auf einen Rathaus Level 9er, nur mit Schweinereiter. Nur mit Schweinereitern Level 3 heißt eigentlich, Sieg oder Niederlage. Entweder 3 Sterne oder keine Sterne. Aber bei dieser Base sieht man ja eigentlich, dass die Mauern recht nahe liegen und da keine Riesenbomben zwischenstecken können. Und das heißt dann eigentlich lockere 3 Sterne. Wobei... Lieber Clemens, du hättest den Heilzauber da eigentlich den auch aufsparen können. Wegen den einen Tesla, der Tesla macht ja kaum Damage. Also die Teslen im Allgemeinen glaube ich, machen erst ab Level 6 richtig Damage. Wie man auch sieht, ja, wir werden mal ein bisschen vorspulen. Lockere 3 Sterne, noch ein Drachen als Backup. Die Luftabwehr ist sowieso weg, also kann der Drache langsam die Base aufräumen. Und wie man sieht, der Barbarenkönig kann auch nur weglaufen vor dem Drachen, weil er sowieso keine Chance hat. Oh, guck mal, wie süß er versucht, sich zu wehren. Ja, wie man sieht, lockere 3 Sterne. 100%. Läuft auf jeden Fall. War ein Overkill. So, der Angriff von X-Dark-X. Ja, X-Dark-X. Er versucht es mal mit dem Bogenschützen wahrscheinlich, eine Luftabwehr auszunocken, habe ich gar nicht gesehen. Und dann wird er wahrscheinlich versuchen, ja... In der Clanburg war nichts drin. Ah ja, stimmt. Wir haben zum Glück einen AFK-Clan erwischt, der wirklich nicht sehr aktiv war. Und auch nichts, es war nichts in der Clanburg. Das war auch ein richtig großer Vorteil für den CW. Also wenn da was in der Clanburg drin gewesen wäre, also ich bin mir nicht sehr sicher, dass das so gut ausgefallen wäre. Wie man auch sieht, ein Drachenangriff. Die Drachen räumen diesmal ziemlich gut auf und die fliegen auch sehr gut. Allerdings war ja am Anfang noch eine Luftabwehr draußen und das hat auch eine Rolle gespielt. Manchmal ist auch die eine einzige Luftabwehr, die da ist, die über 3 oder 2 Sterne entscheidet. Hier der zweite Angriff von Excessive. Was er wohl holt? Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Nein, das ist ja nicht Twitch, also bei Twitch könnte man das ja... Naja, wobei, auf Twitch beim Livestream hätte man ja schon vorher gesehen, was da rausgekommen wäre. Naja, aber bei einem Live-CW, das wäre besser gewesen. Aber ich hatte leider nicht die Zeit dazu, weil ich ja in der Sparkasse gerade ein Praktikum mache. Was ich gemacht hätte, nicht alle Bogenschützen auf einen Fleck. Ich glaube, da wäre der Kampf besser ausgefallen. Auf jeden Fall, das in der Sparkasse macht eigentlich mega viel Spaß. Finde ich auf jeden Fall besser als in der Schule. Nur das einzige Problem ist, das ist so warm da drin. Das ist wirklich so warm. Ich muss ja 5 Stunden stehen, also man steht wirklich die ganze Zeit. Habe ich nichts dagegen, wirklich. Also ich bin der Typ, der kann auch 10 Stunden lang stehen. Aber das einzige Problem war, es war so heiß da drin. Es war so heiß da drin. Boah, das war so unerträglich. Ja, ich hatte ja heute den zweiten Tag und heute am Mittwoch habe ich nur 3 Stunden. Also nur von 9 bis 12. Der geilste Tag. Deswegen wird auch morgen gestreamt. Es wird auch noch ein Ankündigungsvideo kommen. Vorm Stream, ich werde eventuell, wahrscheinlich zumindest, um 15 Uhr streamen, genau, 15 Uhr. Oh, es wurde am Ende mit der Zeit knapp. Oder? Oder waren das 3 Sterne und ich habe mich nur verguckt? Es waren 3 Sterne und ich habe mich nur verguckt. Hi. Weitere 3 Sterne. Der Angriff von Fanatics.
Als erstes mit einem Blitzzauber hier versucht, ein Magierturm auszuschalten. Erfolgreich. Was macht er dann? Ist eigentlich eine schwache Base mit Level 2 und 3 und 4 und sogar 5 Mauern, aber... Okay, hier mit Mauerbrecher vor. Dann die Heiler-Riesentaktik. Alles okay. Was ich eventuell gemacht hätte, mit dem Maban von hinten aufräumen, während die Riesen da tanken. Wir werden mal vorspulen, damit es nicht allzu lange dauert. Wie man auch sieht, die Riesen machen eine gute Arbeit und die Heiler heilen auch schön. Beziehungsweise nur der eine Heiler. Ja. Ich hätte eventuell noch einen zweiten mitgenommen. Noch so, oder mehr Riesen. Mehr Riesen hätte ich wirklich mitgenommen. Und die Mauerbrecher hätte man am Ende noch setzen können. Och, ein Drache war auch noch da. Ich frage mich, woran der Drache gestorben ist. Oder ob er stirbt, das ist auch die Frage. Okay. Langsam, aber sicher macht der Bogenschützenkönig, genau. Der Bogenschützenkönig, eine neue Erfindung in Clash of Clans. Der Bogenschützenturm, genau. Zu viele Stunden heute in der Sparkasse gemacht. Der Angriff von Erdbergkiller, okay. Erstmal mit einem Blitzzauber versucht, die Clanburg auszunocken. Die Clanburg, genau. Den Minenwerfer natürlich und dann hat er von innen die Drachen gesetzt. Und hier sind jetzt schon gleich alle Verteidigungsgebäude weg. Jetzt sind die alle weg. Ja, lockere 3 Sterne, würde ich mal sagen. Ja, mein Handy hat gerade richtig geleckt. Liegt wohl an der Aufnahme. So, jetzt kommt der Angriff von mir. Was habe ich als erstes getan? Mit dem Riesen einfach vorgeschickt. Ich dachte, wäre eine Clanburg drin. War es anscheinend aber nicht. Dann mit dem Wutzauber die Golems. Ein bisschen unterstützt und dann ein Mauerbrecher. Ich setze immer nur einen Mauerbrecher, wenn da ein Wutzauber da ist. Denn ein Mauerbrecher mit einem Wutzauber bei einer Level 6 Mauer kriegt direkt durch. Und dann habe ich hinterher die Magier gesetzt. Wie eine strategische Go-Wipe-Angriff eigentlich sein sollte. Dann alle Mauerbrecher habe ich einfach mal gesetzt. Dann die Helden hinterher. Und dann müssten gleich auch schon die Packers kommen. Jo, hier habe ich die gesetzt. Die Packers sind schön nach innen gelaufen. Also ich habe mir das auf dem Clash of Clans Forum gelesen. Als erstes die Golems, dann Mauerbrecher, um die Mauer durchzubekommen, dann die Magier, dann die Helden und dann erst die Packer, damit alle Außengebäude wirklich kaputt sind. Und wie man auch sieht, das Rathaus müsste gleich eigentlich fallen. Also hier ein paar Magier, ja, Rathaus ist gefallen. Dann ist es eine Sache. 2 Sterne werden es auf jeden Fall, sieht man ja auch. Hier hat der Golem noch schön getankt und jetzt splittet er sich. Ja, jetzt hat er sich gesplittet. Der Barbarenkönig hat schön gekämpft, also der kann wirklich auf Level 10 schon einiges einstecken, wie er dann wohl auf Level 40 sein wird, das ist dann richtig OP. Dann, das Gute war, es leben noch alle 3 Packer und jetzt habe ich glaube ich noch einen Wutzauber gesetzt, genau. Und das Gute ist, alle 3 Packer sind reingelaufen. Also was wünscht man sich mehr, Dann wie man auch sieht, die Bogenschützenkönigin hat den X-Bow noch kaputt gemacht. Jetzt nur noch der Minenwerfer ist da und noch die Kanone, aber das war's dann auch. Ja, wie man sieht, lockere 3 Sterne bei einer schwachen Rathaus Level 10 Base. Also stark war die auf jeden Fall nicht. Jetzt eine Verteidigung von Clemens. Wir nennen ihn einfach Clemens, weil er Clemens heißt. Ich kenne ihn auch im privaten Leben. Auf jeden Fall, das sind von Freeman, hatte Clemens angegriffen mit einem Drachenangriff. Okay. Nur Heilzauber für Drachen. Ich würde lieber Wutzauber mitnehmen, denn die Drachen haben eigentlich genug Life Points. Okay, jetzt gehen die aufs Rathaus. Das Rathaus ist auch gefallen. Wir machen mal vierfache Geschwindigkeit, um zu gucken, was hier noch passiert. Also 2 Sterne, 3 werden es, glaube ich, nicht. Ich habe mir das gar nicht angeguckt, wie viele es geworden sind. Oder waren es 3? Nee, oder? Doch, es wurden 3 Sterne. Wow. Nicht schlecht. Hier ein Angriff von Messi 366 mit Drachen Level 2, Bogenschützen Level 4, Lakaie und 6 Schweinereiter. Och, die nächste Clankriegssuche wird gestartet. Mal gucken, was für einen Gegner wir wiederbekommen. Ich hoffe, es wird nicht so ein schwerer. Okay. Messi hat ganz schön lange überlegt. Und jetzt hat er versucht, erstmal die Luftabwehr auszunocken. Dann ein paar Bogenschützen hinterher, um ein paar Gebäude schon mal kaputt zu machen. Jetzt wird den Lakaien schon mal die Kanone ausgenockt. Wo ist der Barbarenkönig? Ach, der ist da oben. Jo, er räumt schon mal ein bisschen auf.
Dann jetzt beginnt der Hauptangriff. Zwei Heilzauber und ein Wutzauber. Ich hätte es lieber getauscht, sodass du zwei Wutzauber und ein Heilzauber dabei hättest. Hat mehr Sinn. Wie gesagt, die Drachen haben viele Life Points und Heilzauber bringt es nicht so sehr, meiner Meinung nach. Steht auch im Internet, ist sinnvoller mit Wutzaubern wirklich anzugreifen. Da eine suchende Luftmine. Jetzt hat der Heilzauber etwas gebracht, aber auch nicht allzu viel. Ja, der Wutzauber, der bringt es wirklich bei den Drachen, aber Heilzauber soll nicht böse gemeint sein oder ist einfach nur eine Kritik. Kritik kann auch positiv sein, denk dran. Ich hasse immer solche Leute, die sagen, Kritik ist meistens negativ. Nee. Kann ich gar nicht ab. Ja, lockere 3 Sterne, würde ich mal sagen. Es haben noch 3 Drachen Level 2 und 1 Drachen Level 4, nee, 3 gelebt. Hier noch ein Griff von Messi mit Barge, also das kann man eigentlich ganz leicht wegbargen. Mal gucken, was er hier geholt hat. Er hat ganz sauber gebarged. Erst die Barbaren, genau, und dann die Bogenschützen hinterher. Wie man auch sieht, läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Nur zweifache Geschwindigkeit. Wenn ich mit meinem Handy aufnehme, leckt es irgendwie ganz schön stark. Jetzt ist das letzte Verteidigungsgebäude weg und 100% noch mit einem Stern verbessert. Jetzt hier noch ein Angriff von deine Mama auf den ersten. Er hat von hier unten angegriffen. Also man sieht auch, dass er nur auf einen Stern gegangen ist. 2 Golems zum Tanken und viele Magier hinterher. Sehr viele Magier auf jeden Fall, sehr viele Magier. Alter, sieht das aus, ey. Und da muss man sich mal überlegen, wie viel Damage die machen. Einer macht irgendwie 180 Damage oder so. Alter. Das ist auch eigentlich eine geile Taktik, wenn man so viel Golems losschickt, um dahinter Magier und Mauerbrecher. Damit kann man schon ein richtiges Dorf zerbumsen. Wie man auch sieht, ein Stern müsste es eigentlich locker werden. Nur die X-Bows, die machen schon keinen leichten Damage an den Magiern. Aber die machen einfach nur so großen Schaden mit dem Blitzen. Boah. Wenn ich auf Rathaus Level 10 bin, da überlege ich, ob ich die wirklich als erstes mache, hier auf Level 6, um den Clankrieg wirklich zu optimieren. Gerade ist ja der Golem in Arbeit, noch 6 Tage und dann ist er auch schon auf 3. Ich habe mir überlegt, ihn direkt auf 4 zu starten, aber ich weiß nicht so recht. Ihr könnt es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was würdet ihr machen? Erst die Queen oder auf Golem Level 4 sparen? Also so ein Golem Level 4, das wäre schon echt nice. Also wenn man sich das überlegt, die Helden meine sind ziemlich schwach, aber oh, so ein Golem wäre auch schon nice, ne? Ja, jetzt kommt die Schande, ich habe einen Fehler gemacht und zwar erstmal ganz schön die Kanonen ausgenockt. Hier auch. Moment. Jetzt. Und dann noch Magier dahinterher. Aber dann in dem Moment ist mir aufgefallen, ich habe keine Mauerbrecher dabei. Ja. Bisschen scheiße gelaufen. Dann habe ich einfach den Wutzauber als Mauerbrecher sozusagen benutzt. Und dann musste ich sehen, wie die Golems leiden. Guck mal. Jetzt ist er schon fast down. Und allein schon der Inferno-Tür macht so großen Damage an den Golem. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann waren natürlich schon 2 Wutzauber weg. Ich wollte dann ganz klar auf 2 Sterne gehen, aber leider habe ich ja die Wutzauber vergessen. Also das soll wirklich keine Ausrede sein, aber mit Wutzauber hätte ich wirklich einiges mehr bewirken können. Wie man auch sieht, die Queen war ganz schön schnell down bei den Infernos. In meinen Inferno-Türmen habe ich auch vergessen zu zünden. Wir können hier mal ein bisschen vorspulen. Ja, also ich glaube, man sieht ganz klar, dass es nur Sterne wären, aber mit Mauerbrecher, da wäre es wirklich was geworden, also da wären es wirklich 2 Sterne geworden. Wegen dann wären die Packers auch noch innen gelaufen und dann wäre es am Laufen gewesen. Leider nur 42%, am Ende hatte ich hier noch keine Bogenschützen mehr, um mir irgendwas zu erfarmen und 28-12 gewonnen. Also wenn ihr auch mal bei einer CW-Rasur dabei sein wollt, wir werden den nächsten CW natürlich wieder gewinnen. Ja, dann könnt ihr ja ruhig in unseren Clan kommen. Heißt Darkblade. Der Clan-Kürzel Hashtag 2LOVYUU8. Müsste Level 50 sein und Spendenverhältnis sogar nur 1:3. Also ist eigentlich nur noch relativ in Ordnung. Im Übrigen, ich habe hier ja noch eine neue Errungenschaft abgeschlossen. Hier, sammle 15 Millionen Gold durch Clan-Krieg-Boni. Einfordern, 100 Juwelen, soll ich meine Bohrer davon boosten, so zur Feier des Tages? Ich überleg's mir noch. Wie viel brauchen wir jetzt?
100 Millionen. Uiuiuiuiuiuiui. Das wird eine Aufgabe sein. Und wie viele Sterne habe ich geholt? 205. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann 5000 XP. Alter, Alter, Alter. Dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.